Hallo und herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Heute geht's bei mir um Port Charlotte. Ich habe bis heute erst den PC12 probiert. Die Standards kenne ich alle nicht. Und da wurde es jetzt höchste Zeit. Und jetzt kam die Second Edition vom 10-jährigen Heavily Peated raus. Und das nahm ich jetzt zum Anlass. Ich gehe mal kurz durch. Schottisch Barley, der alte 10-jährige, der neue 10-jährige und hier PC12. Ganz schnell in der Zusammenfassung. Ich schütte jetzt mal ein. Können Sie noch ein bisschen arbeiten und ziehen. Auf die Farbe bin ich ehrlich gesagt gleich interessant. Ich habe sie jetzt nur in den Sample-Fläschchen gehabt. Die sind alle unterschiedlich. Also hier, ich meine, Färben haben sie damals nicht, tun sie heute nicht, werden nicht kühl gefiltert. Also von daher hat man hier wirklich gleich ein tolles Farbspiel, hoffe ich. Also wenn man jetzt hier den alten Zehner sieht gegenüber dem Schottisch Barley, das ist ja schon extrem. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen reinschütten. Was? Alles für die Optik, fürs Foto. So, jetzt der neue Zehner. Der enthält zusätzlich Weinfässer. Also ganz kurz nochmal gesagt, Ex-Bourbon und Sherry war damals immer Hauptbestandteil vom 10-Jährigen. Und ich denke mal hier vom Schottisch Barley hoffentlich auch. Und hier bei diesem Second Edition haben sie jetzt auch Weinfässer dazu getan. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt mussten, um den zu retten. Nein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt noch da drauf haut oder vielleicht um den höheren Preis zu rechtfertigen oder was auch immer. So, und jetzt der PC12. Habe ich letztens gelesen bei einem Online-Händler, wo ich auch ab und zu kaufe und wirklich gerne lese. Der schreibt immer dazu, ja, seine persönlichen Eindrücke. Und da hat er beim PC12, hatte ich da gelesen, was auch, denke ich mal, sehr wahrscheinlich stimmt. Ich hatte die PC12-Dose jetzt noch nie in der Hand. Man soll von der 12 nicht aufs Alter schließen. Es fing wohl bei dieser PC-Serie mal bei, verbessert mich, 6 oder 8 an. Und dann kam immer fortlaufend eine Nummer drauf. Vielleicht war es bei den ersten Fässern wohl wirklich noch so, bei den ersten Abfüllungen wirklich noch so, dass das die Jahreszahl war. Aber er sagt da ganz klar, es wird nirgendwo erwähnt, dass PC12 für, also dass die 12 für 12 Jahre steht. Mir hat er trotzdem sehr, sehr gut geschmeckt. Aber das zur Vollständigkeit könnte auch nur ein Statement sein. Ich mache jetzt kurz ein Foto und dann blende ich es euch gleich ein. Foto gemacht, ich blende es euch hier ein. Also ich habe mich jetzt auch gerade so ein bisschen erschrocken. Ich meine, dass das No-Age-Statement hier vorne, dieses Schottisch Barley, dass das relativ hell ist, habe ich schon im Sample gesehen. Aber dann doch, wie dunkel der alte 10-Jährige ist im Vergleich zum 19er. Und jetzt kommt ja noch so eine Kleinigkeit dazu. Je mehr Wasser ich verdünne, desto heller wird ja ein Malt. Ist ja irgendwo logisch. Und der alte ist auf 46 Volumenprozent runter verdünnt und die Second Edition nur auf 50% runter verdünnt. Sprich, da müsste man nochmal ein bisschen Wasser dran tun, was ihn noch heller machen würde. Hinten der PC12 in Fassstärke, der dunkelste. Ich habe den PC12 auch nur noch mit ins Boot genommen, um das Ganze so ein bisschen zu vervollständigen, weil ich ihn mal vor der Kamera probieren wollte. Und jetzt eben auch die Frage, der Port Charlotte verbessert mich. Was habe ich dafür bezahlt? Irgendwie, ich glaube, jenseits der 60 Euro auf jeden Fall, 65 Euro oder sowas. Oder war er sogar noch ein bisschen teurer? Und ich bekomme den PC12 für unter 100, kriege ich ihn auf jeden Fall. Da ist dann eben wirklich die Frage, brauche ich diese Second Limited Edition oder gehe ich dann gleich auf den PC12er hoch und habe eine Fassstärke? Das wäre da sozusagen meine konstruierte Fragestellung. Und ja, fangen wir einfach mal an. Mensch, habe ich es gesagt oder nicht? Ich habe nicht von allen die Dosen, die Flaschen von diesem Schottisch Barley habe ich die zum Beispiel nicht. Gucke ich mal, was ich da ergattern kann an Bildmaterial, was ich verwenden kann. Den alten Zehner habe ich, den blende ich euch dann passend ein.
Klar, den 19er habe ich und den PC12 habe ich nicht. Da muss ich auch mal gucken. Okay. Wir starten einfach jetzt mal naiv hier vorne. Bei dem PC12 fand ich so einen Kuhstallgeruch sehr interessant. In einem Video, bei einem Blindtesting-Video hatte ich den mal nochmal gezogen, um zu vergleichen. Das, ja, das fällt mir jetzt noch gerade ein. Aber sonst hatte ich den noch nicht vor der Kamera. Ja, wird ja mit Heavily Peated beschrieben. Hier die Second Edition. Ich weiß nicht, wie es hier auf den anderen Abfüllungen draufsteht, aber hier kommt schon, hier qualmt es schon richtig. Dazu habe ich so eine schöne. Schöne Karamellnote. So leichte Anklänge im Fruchten, also wie so eine karamellisierte Apfel oder gezuckerte Apfel oder Birne. Also das könnte vielleicht auch die Jugend sein, der Brennereicharakter. Aber auch eine schöne Süße. Jetzt hier was Muffiges oder dergleichen habe ich nicht. Also wie gesagt, der PC12, das war ein Kuhstall, ganz im Ernst. Maritime Note. Würde ich mir vielleicht einbilden, weil es wirklich Anzeichen dafür. Vielleicht ganz leicht. Ich will es mir einbilden. Aber generell überrascht er mich jetzt schon von der Nase. Er war für mich, obwohl ich den alten Zehner bis jetzt noch nie probiert habe, damals, als der verschwand und dafür dann der Großkonzern dieses No Edge Statement rausgebracht hat, da war ich schon mal demgegenüber abgeneigt. Aber die Nase ist okay. 50 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Annehmbar für einen Standard von Eiler. Der Alkohol schiebt ganz schön, die 50%. Ich hatte schon vor ein paar Stunden was getrunken, also ist jetzt nicht meine Anfangsschwäche beim ersten Glas. Der schiebt ganz gut voran. Der wahrscheinlich sind es auch 50% hoch, um das Ganze eben dadurch so ein bisschen, vielleicht was wir an Alter weniger haben, jetzt durch Volumenprozente so ein bisschen zu kompensieren. Kann man trinken. Geschmacklich, also jetzt irgendwelche starken Sherry-Noten habe ich da nicht in der Nase. Also ich habe da eben der Rauch ist sehr präsent, also auch im Mund. Jetzt war, ich habe den schon fast ausgeblendet. Ich kann das gut. Ja, so ein schöner Rauch, der für mich jetzt nicht irgendwo ins Medizinische geht, sondern eben, ja, Lagerfeuer ist jetzt auch übertrieben. Irgendwo dazwischen hängt. Der gefällt mir. Dann habe ich eben einen Haufen Vanille, Karamell am Anfang. Dann kommt eine, ja, eine leichte Würzigkeit. Aber die ist dann, glaube ich, schon mehr, ja, weiß ich nicht. Also die habe ich so leicht im Abgang. Ist okay. Haben sie No Edge Statement. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was der genau kostet. Der wird jetzt sehr wahrscheinlich den Preis vom alten Zehner haben. Also heute für 40 Euro, sage ich mal, ist das absolut okay. So, ich habe noch einiges vor mir. Ich kann ja noch mal nachnaschen. Ich habe auch noch was in meinem Sample. Ja, muss ich zugeben. Deshalb wollte ich den vorher trinken, bevor ich den Zehner habe. Ich weiß, jetzt habe ich gleich einmal weniger Alkohol, aber ich habe mich einfach mal dazu entschieden.
wollte den unbedingt vorher trinken, nicht, dass der am Ende so nach hinten abfällt und im Vergleich eben nicht mithalten kann. Aber generell für sich einzeln habe ich da schon schlimmere Eiler-Abfüllungen gehabt. Gerade manche, diese ja, No-Name-Abfüllungen, wo die Brennerei nicht genannt werden darf und sehr wahrscheinlich sehr, sehr junge Fässer verwendet werden, wo man eigentlich nur Rauch hat. Und also da hat er dann deutlich mehr zu bieten. Na, ich spüle nochmal durch. Ja, der alte Zehner, die hatten sich damals, was heißt die? Die Whisky-Trinker in diversen Foren und Gruppen, als er verschwand. Wie gesagt, ich werde Fotos einblenden. Ich habe auch eine Flasche, aber habe sie bis heute noch nicht aufgemacht. Hatten sie sich schon darüber unterhalten, dass jetzt die letzten oder dass die letzten Abfüllungen, die jetzt verkauft wurden, bevor er eingestellt wurde, längst angeblich nicht mehr so gut waren oder von der Farbe so dunkel wie die, die ein paar Jahre oder ein Jahr vorher verkauft wurden? Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also stand jetzt auf dem Sample auch nicht, was das jetzt hier für ein Batch war. So. Ach, Mann. Der erinnert mich schon mehr an den PC-12. Da ist dieser Kuhstall drin. Vielleicht so ein Vorraum vom Kuhstall hier. Aber das erinnert mich an Port Charlotte, wie ich ihn vom PC-12 oder wie ich Port Charlotte vom PC-12 kennengelernt habe. Auch dunklere Früchte finde ich dabei. Nicht nur, weil das Ding jetzt dunkler aussieht. Oder vielleicht sagt mein Auge, meinem Gehirn das. Dunkle Farbe. Zieh die Früchte. So alles dann eben mit diesem Rauch darüber erinnert das an alles an geräuchertes Dörrobst oder so Datteln, Rosinen, aber auch hellere Sachen dabei. Auch wie ich eben hier hatte, finde ich immer noch so, vielleicht jetzt nicht mehr, ja, obwohl ich finde da immer noch so, ja, Apfel ist übertrieben, aber irgendwie so Richtung Ananas oder sowas. Dazu immer noch auch eine gewisse Vanille-Karamellnote dabei. Bei diesem, also der ist sehr aufgeladen, obwohl das ja kein Finish oder dergleichen ist, aber der ist, wie gesagt, dadurch, dass er wirklich so voll und kräftig ist, also habe ich hier jetzt überhaupt gar keine maritimen Noten oder sowas. Da denke ich auch, wenn du nachsuchen willst, dann findest du es auch. Also jetzt habe ich. Jetzt mache ich doch da so ganz leicht so meine maritime Noten, die ich so mit Seetang. Ich will gar nicht Salz in erster Linie sagen, aber irgendwie das, was mein Kopf mit so einem Strandspaziergang, wenn die Flut zurückgeht und die Ebbe so alles, was am Strand angespült wurde, preisgibt. Da kommt auch immer so ein schöner Geruch hoch. Das ist für mich eine maritime Note. So, da freue ich mich drauf. Die 46% finde ich super. Hier die 50 fand ich sehr aufgeladen. Vielleicht, weil er, wie gesagt, sonst eben noch nicht ganz so seinen Reifepunkt erreicht hat. Das sind eben stärker abfüllen. Finde ich hier die 46% mit dem 10 Jahre, mit den 10 Jahre gereiften Fässern, 10 Jahre gereiften Malt wirklich super. Der muss nicht stärker sein. Viele werden ja über die Jahre zu Fassstärkentrinkern, wenn man sich länger mit Whisky beschäftigt. Hat er auch immer was zu bieten, um Gottes Willen. Ich habe ja auch genug davon und viele schon probiert.
Und wenn ich meine Anfangsschwäche da überwunden habe, habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Aber generell muss das in meinen Augen nicht sein. Also diese eine imaginäre Aussage, ich trinke nur Fassstärken, kommt, glaube ich, von mir so schnell nicht. Also finde ich super mit den 46%. Und eine Honignote dabei. Eine schöne Mokka-Note, so leichte Tabaknoten finde ich da drin. Obwohl, wie gesagt, der Rauch ist sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Tabaknoten, es geht ja nicht um verbrannten Tabak, sondern um, ich war jetzt noch nie auf dem Tabakfeld, wie frischer Tabak riecht, aber eben wie Tabak in Naturform, wenn man so einen Beutel aufmacht oder neben jemanden einer. Sowas habe ich in der Nase. Also, dass man dem hinterher geweint hat, das kann ich sofort jetzt beim ersten Schluck schon nachvollziehen. Und ich kratze ja nur an der Oberfläche, wie ich es hoffentlich bei den meisten Videos immer wieder sage. Ich kann es ja nur anreißen. Klasse, also hier glaube ich, beim Schottisch Barley wird man relativ schnell die meisten Sachen entdeckt haben. Also hier bei den alten 10-Jährigen super. Klasse. Und man merkt eben eine schöne Sherry-Note da drin. Hat diese ganzen dunklen Früchte. Wie gesagt, so eine Tabaknote. Das, was ich vom PC12 so lieben gelernt habe, als ich ihn mal probieren durfte, hat da so Anklänge davon. Also diesen Malt für damals, ich glaube, ich habe meine Flasche auch noch unter 40 Euro gekauft. Atemberaubend. Also absolut. Ich denke ja jedes Mal auch vorher drüber nach, machst du ein Blindtasting, machst du nicht, aber wie soll ich das hier 4 Malts im Blindtasting durchhauen? Den PC12... Gut, können wir auch außen vor lassen. Die anderen beiden, 46 und 50 Volumenprozent, das schmeckt man einfach. Das heißt, das wäre eine einfache Sache gewesen. Dann hätte ich höchstens noch den Schottisch Barley mit dem neuen Second Edition vergleichen können. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr interessiert. Ja, der 10er reißt mich vom Hocker. Dass man das sowas für den Preis bekommen hat, wo man heute dann eben Malls kriegt, die ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen würde, aber wo ich jetzt direkt nach einem Schluck merke, was da für ein Riesenunterschied ist. Ich trinke deshalb nur einen Schluck. Ich habe ja noch 2 vor mir. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel naschen. Mal gucken gleich. Probiere ich ihn vielleicht nochmal. Ja, wie gesagt, der neue 10er, 18.000 Flaschen, ist ja immerhin was. Da kann man sich auch eine zweite Flasche sehr wahrscheinlich irgendwo organisieren. Ich denke, da wird der Hype irgendwo dann doch verebben. So, dass noch genug bei den Händlern zurückbleibt. Ja, farbtechnisch, wie gesagt, nicht gefärbt. Das muss man Brochletti heute immer noch hoch anrechnen. Nicht kühl gefiltert. Ist ja längst nicht normal für einen Großkonzern, wo sie heute zugehören. Ich habe nicht nachgeguckt, weil es mich eigentlich wirklich nicht die Bohne großartig interessiert. Ich glaube, Pinot Ricard, ich weiß es nicht, wer es jetzt ist. Aber es ist in dem Sinne für mich, für das, was ich hier mache, auch uninteressant. Längst nicht so präsent. Auch anders vom Geschmack. Ich meine, so Wein oder so. Ja, ich hatte letztens das ist eine ganz andere Welt, Brochletti, den Black Art probiert und der hat vorher auch schon so manches Souterne-Finish. Solche Noten. Ich meine, der Black Art ist schon eine Zauberkiste da mit allem, was da drin steckt. Aber so von so manchem Souterne-Finish merke ich hier so leichte Noten doch drin zu haben. Die mich immer als Nicht-Weintrinker so an Weißwein erinnern. Nicht, dass ich Wein jetzt nicht mag, so ist nicht, aber ich trinke ja Whisky. Habe ich genug mit zu tun. Ich nehme jetzt nochmal den 10er. Also hier habe ich diesen Kuhstall im Alten, wie gesagt, schon sehr dolle drin.
hier nur so einen Hauch von. Und hier, wie gesagt, beim Schottisch Barley überhaupt nicht. Dazu so, ja, wie gesagt, diese Weinnoten dominieren. Im Hintergrund vielleicht eben auch oder die Sherry-Noten, aber die kommen nicht so kräftig durch wie beim alten. Aber von der Nase her schon mal um einiges interessanter als der Schottisch Barley. Eine Fliege. Ja, da merke ich eben diese 50% doch auch stärker. Ich finde, dass dieser Whisky die, ja, wie gesagt, gar nicht so sehr bräuchte. Also auch dieser hier nicht, diese Second Edition. Er hat eine so Mokka-Noten am Ende, eine Würze. Am Anfang finde ich ihn etwas Kauderwelsch, etwas undefinierbarer als die ersten beiden. Aber generell ein recht gescheites, ja, was heißt Bild, also Gesamtbild. Eindruck, ich kriege es nicht raus, also auch jetzt von Fruchtnoten. Ich kann jetzt nicht sagen, hier habe ich die Sherry-Noten. Gut, wie gesagt, das macht bei mir oft dieses Weinfinish. Ich weiß oft damit nicht so genau, was anzufangen. Und ja, aber deutlich was anderes als diese erste Edition. Ja, jetzt einfach erster Eindruck. Ganz klar, wenn ich die zwei offen stehen hätte und ein Kollege oder stehen an der Bar und jemand sagt, schütt dir einen ein, wie du magst, würde ich den alten nehmen. Falle ich natürlich voll ins Klischee. Passt natürlich, alles was neu ist, ist schlecht, alles was früher mal da war, ist gut. Aber ja, bei den beiden würde ich es jetzt so machen. Wie gesagt, ist alles okay. Aber wenn ich bedenke, gut, über Preise über Jahre hinweg zu vergleichen, ist ein bisschen doof, aber innerlich macht man das ja doch. Man sagt, weiß ja auch immer noch genau, für was man früher seinen ersten Fernseher gekauft hat oder das erste Auto oder dergleichen. So, wenn ich hier damals das für 40 Euro bekommen habe und hier bin ich 65 Euro oder ja, vielleicht 70. Puh, ja. Diese Weinnoten sind interessant. Auf jeden Fall für mich. Ich kenne sie noch nicht so sehr oder kann sie auch nicht so auseinanderklamüsern. Deshalb gibt es da immer viel zu riechen. Also ein interessanter Whisky, auf jeden Fall. Aber so Richtung Bereich Lieblingswhisky hat er dann doch eher schlechtere Karten. Also sagen wir, oder jetzt einfach, um mal abends ein paar zu heben mit einem guten Freund, ist, glaube ich, die alte 10-jährige Version besser geeignet. Ich nehme hiervon nochmal einen Schluck. Für mich einfach nicht greifbar. Ich habe eine gewisse Vanille-Karamell, ja, habe ich, wie gesagt, irgend so eine, am Ende wird es eben würziger, ich meine, gut 10 Jahre. Aus diesen Weinfässern kommt ja auch oft eben wie aus den Sherryfässern eine ganz gute Würze raus. Das macht da schon einiges im Mund. So eine richtige Sherry-Trockenheit habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht, nur um das mal zu erwähnen. Hatte ich aber auch beim alten Zehner nicht. So, ich trinke jetzt nochmal den alten Zehner danach. Der PC12 ist ja nur so ein, wie gesagt, sticht da eh außen vor. Ist ja eh nur so ein Bonus.
Schwere und Tiefe da drin. Jetzt nehme ich doch mal den PC-12, weil er mich da eben von den dreien am meisten daran erinnert. Aber er kommt da nicht dran. Der ist ja noch unverdünnt. Wer weiß, was da rauskommt, wenn man dem ein bisschen kitzelt mit ein bisschen ein paar Tropfen Wasser. Aber ich habe hier noch nicht mal einen Löffel. Naja. Hier habe ich, finde ich, einfach richtig klassische, wie man sie kennt, schwere Sherry-Noten. Also vom Rauch her, Entschuldigung, war das identisch. Wie gesagt, der Rauch ist ziemlich schnell bei mir ausgeblendet. Rauch absolut identisch. Also da tut sich da jetzt überhaupt nichts dran. Das heißt, wer jetzt in erster Linie auf den Rauchgehalt Wert legt, ist da mit dem 19er auch super aufgehoben. Und dieser Rauch macht, finde ich, diese klassischen Sherry-Aromen, die hier drin sind, diese schweren Früchte, sehr interessant. Wie gesagt, durch diese Ex-Bourbon-Fässer kommt hier auch eine gewisse Vanillenote rein. Der ist echt schön. Genau das passende Maß an Würze, von der Würzigkeit am Ende. Der ist top. Der ist richtig top. Also, den würde ich auch schon eher vergleichen durch die Sherry-Fässer mit einem Ugedal, wenn ich jetzt bei Artback bin, die viele kennen, als mit einem Artback 10. Also, wenn damals in der Zeit, wo es den noch gab, der Artback 10 geradlinig eindimensional, der Ugedal eben durch diesen Sherry-Einfluss schon etwas breiter aufgestellt. Und hier habe ich das Gefühl, dass ich nochmal eine etwas stärkere Sherry-Note habe. Also ein Top Isla Malt. Den Triple Wood von Laphroaig hatte ich ja auch schon im Glas. Kommt da auch bei Längen nicht dran. Bei Längen nicht. Und der ist auch lecker, um Gottes Willen. Aber das Ding ist heißer Scheiß. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch Port Charlotte 10 Jahre alte Abfüllung gibt. Sicherlich sind das alles schon hohe Preise. Aber ich habe gerade dieses Bauchgefühl, wenn jetzt wirklich ich diese Second Limited Edition 65 Euro kostet, die auf jeden Fall, wenn ich irgendwie für 80 Euro den alten 10er kriege, ist das zwar das Doppelte an Preis, aber in meinen Augen habe ich den besseren Whisky dann zu Hause. So, jetzt geben wir uns nochmal die Dröhnung mit der Fassstärke, mit dem PC-12. Der ist ja typisch bei Bruichladdich, da steht ja alles und nichts drauf. Man weiß nicht so genau, wie die Fassauswahl da vonstatten ging. Ich meine, ist ja hier, wie gesagt, bei ihm ja auch toll. Auf dem Sample, hat das jemand ganz genau draufgeschrieben, so habe ich das auch mehrfach im Internet gelesen. Zwei verschiedene Arten von Weinfässern oder Typen. Und hier auf der Dose schreiben sie einfach eins drauf. Wie bekloppt ist das denn? Ich meine, wenn, dann schreibe ich doch beide drauf. Ich gebe das doch nicht nur in der Pressemitteilung bekannt. Die schreiben sonst, ich meine, hier haben sie sich auch wieder sehr bedeckt gehalten, aber sonst schreiben die auch riesige Texte auf ihre Dosen so klein, dass ich wirklich im Sehtest 110% haben muss. Und solche Infos, die einen dann interessieren, ach nö, machen wir nur eine Pressemitteilung oder so. Wie gesagt, 18.000 Flaschen sollte ein bisschen vorhalten. So, PC-12. Nee, ich muss ja noch mal eine Nase nehmen. Ich hatte ihn jetzt eben so oft. Ich weiß nicht, ob manche das eben, was ich als Kuhstall empfinde und geil finde, auch mit einer leichten Schwefelnote gleichsetzen. Ich hatte mir letztens vom PC-12 ein 10cl-Sample besorgt für Weihnachten, was ich mit meinem Schwiegervater trinken will. Und da hatte derjenige, der mir das schickt, ich meine, das hier brauche ich ja hier schon, das war verplant. Und mit dem Rest komme ich mit zwei Personen nicht wirklich weit, besonders wenn man sich noch einen einschenken will. Und der hatte mir geschrieben, ja, das ist ein ganz neues Batch und das hätte nicht so eine Schwefelnote. Bin ich mal darauf gespannt.
Aber wenn die das ist, was ich mit Kuhstall verbinde, also ich finde sie irgendwie geil. Speichelfluss, Mund zieht sich zusammen. Richtig schwere, dunkle Früchte, eine Süße. Und dann finde ich höheren Alkoholgehalt wieder super. Weil da kommt so eine massive Fracht an Aromen rüber. Bis jetzt hier zur Würze am Ende. Der Rauch, natürlich steht er da. Wie gesagt, ich habe den schon ausgeblendet. Dieser Rauch ist einfach der Oberhammer, der da drüber hängt und das Ganze viel mehr miteinander die Aromen für mich undurchsichtiger macht und komplexer macht, finde ich. Deshalb finde ich rauchige Whiskys immer interessant. Hier finde ich, wie gesagt, eine Fassstärke klasse, weil der so viel hat, was er transportieren muss, die untermalt das perfekt. Und jetzt, ich gucke kurz, 58 Volumenprozent. Und wie gesagt, jetzt habe ich da auch gar kein Problem mit, die zu trinken. Finde ich super. Aber hier bei den, gerade bei diesem Schottisch Barley, finde ich, ist das dann so ein bisschen einfach so der Dampfhammer, um den Trinker, den Whisky-Trinker, Genießer zu sagen, hier, da hast du was. Aber wenn der Rest einfach zu mager ist, wenn ich jetzt vom PC12 hier wirklich von ganz oben runterschaue, dann ja, habe ich einfach diese, ja, dieses Gefühl gerade. Tolle Reise hier gerade gemacht. Echt klasse. Ich hoffe, die Fotos mit der Farbe, die sind was geworden oder da kommt das wirklich so rüber, wie ich es empfunden habe, eben beim Sehen und beim Fotografieren. Ich bin froh, dass ich diesen Schottisch Barley als erstes getrunken habe, weil der wäre untergegangen, garantiert. Eigentlich hätte ich das diese Second Edition auch noch vorher trinken müssen, weil die ist jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig zur Geltung gekommen. Diese beiden Whiskys sind nicht schlecht, also überhaupt nicht falsch verstehen. Es wird ja schnell immer in den Foren und Gruppen gesagt, kannst vergessen, die alte Abfüllung. Letzten Endes komme ich auf diesen selben Punkt ja raus, aber ich glaube heute, man muss ja immer mit dem Hier und Jetzt vergleichen, heute kriege ich für 40 Euro im Supermarkt nicht viel mehr Islay geboten. Wie gesagt, ein Artback 10 ist für mich immer eine faire, saubere, ehrliche Sache. Aber da ist der jetzt, ich habe ihn jetzt nicht gegeneinander probiert, aber ist okay, ne, wenn man mal irgendwas anderes probieren will. Was kriege ich sonst? Beaumont 12 Jahre. Ja, ist eben Beaumont, ne? Erstmal vom Rauch her viel weniger. Habe ich kein Problem mit, aber dann eben diese 40% und ja, gefärbt und eben kühl gefiltert und Lafroig, der 10er, 40%. Also da muss ich schon mit dem Quartercast anfangen. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Lagavulin, 16 Jahre, der kostet aber unter 45 Euro, kriege ich ihn auch nicht. Banner Heaven, diese rauchigen No Age Statements habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, tut mir leid. Kilchoman, ja. Marcia Bay finde ich ein klasse Whisky. Aber ist dann eben so diese Sache. Also er kann in der Liga da irgendwo mitspielen, ist okay. Vielleicht fällt er im direkten Vergleich ein bisschen ab, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ist okay. Wie gesagt, das, was man da früher mal hatte, dass die das eingestellt haben oder vielleicht nicht hätten noch viel länger produzieren können, weil einfach die Fässer vielleicht nicht nachkamen oder gar nicht gereicht haben. Kann ich gut verstehen, das Ding ist ja Bombe gewesen. Also ganz klar, der alte 10-Jährige, ich sagte ja eben schon, wenn er ihn für 80 Euro kriegt, finde ich die Investition gerechtfertigt gegenüber die Second Edition, wenn sie 65 kostet. Und der PC12, was ich ja am Anfang gesagt habe, eben zum Vergleich, man kriegt einen unter 100 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, für wie viel. Also wenn ihr zwischen Second Edition und PC12 überlegt und das Geld habt, also im PC12 habt ihr die volle Dröhnung da. Da habt ihr wirklich Port Charlotte, Bruichladdich, Islay in Bestform drin. Und die Second Edition ist
okay, aber im Vergleich zu den Brüdern, wenn man es komplett sieht, was ich hier ja gerade mache. Okay. Ich werde das Ganze nochmal mit Bochleddy machen, also mit den Laddies. Da habe ich auch geguckt, dass ich wirklich die Dosen habe. Da werde ich hier euch eine schöne Dosenreihe aufbauen. Und da habe ich noch mehr. Ich habe den, heißt er auch Bochleddy, Laddy, Schottisch Barley. Dann den Achter, der dieses Jahr rauskam. Dann den alten Zehner. Den neuen Zehner, diese Second Edition. Den 16er. Und den 22er. 6 Whiskys in einem Tasting. Ob das noch objektiv ist und wirklich klar im Kopf, kann ich euch nicht sagen. Ich werde es durchziehen. Und dann kenne ich mich mit diesen türkisen Laddy-Dosen auf jeden Fall aus. Also, in dem Sinne, macht's gut. Ciao.